Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, wie fange ich an? Erstmal, Maxi, was sagst du überhaupt zu unserem Kabelmanagement hier? Du bist ja aus dem Urlaub wiedergekommen. Kabelmanagement ist top, würde ich sagen. Läuft jetzt hier, ne? Da ist nichts mehr zu sehen. Hat mich zwar 2-3 Stunden gekostet, aber ich dachte mir, wenn, dann machen wir es richtig. Jawohl, sieht gut aus. So, spontane Video-Idee. Eigentlich sollte ganz was anderes online kommen, weil wir haben uns tatsächlich an das ferngesteuerte Auto gemacht. Dazu aber später mehr. Folgendes, wir saßen am Freitag mal wieder abends beim Grillen mit Marius und Joni und haben dann irgendwann, wie schon allzu häufig, mal so ein bisschen gegoogelt nach Top Fuel. Also der größten Klasse des Drag Races in Amerika. Und dazu wollte ich euch heute einfach mal so ein paar Fakten von der Technik wiedergeben, weil da gibt es so ein paar, ich sag jetzt mal Vergleiche, die sind einfach nur, man kann es eigentlich gar nicht glauben, weil es ist wirklich einfach viel, 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 viel krasser und brutaler, exorbitanter, als man jetzt eigentlich denken würde, wenn ihr an den amerikanischen Drag Race Sport denkt. Jeder von euch kennt es bestimmt, Wikipedia, einmal Top Fuel eingegeben, da stehen schon so ein paar Sachen, das ist wirklich krass. Und heute werden wir das Ganze mal gemeinsam so ein bisschen durchgehen und passend dazu werde ich euch immer ein bisschen was erzählen und meine persönliche Meinung dazu geben, weil da steckt wirklich Technik drin, ja, kann schon was. Erster Punkt, als wir 2019 bei der SEMA waren in Las Vegas, hatten wir das Vergnügen, mal so ein Lauf mitzubekommen. Direkt neben Las Vegas ist nämlich eine Drag Race Strecke. Das heißt, ihr müsst euch das ungefähr vorstellen, wie in, hört man die Klickerei von Juni die ganze Zeit? Stört das? Ja, klar. Stört das? Mich stört es nicht. Okay. Mich stört es auch nicht. Okay. wir waren in Las Vegas. Was erstmal schon mal brutal ist, was man nicht vergessen darf, also das sind wirklich Strecken und Orte, die wirklich nur für den Drag Race Sport da sind. Da wird nichts anderes gemacht. Wir sind auf den Donnerstag hingekommen, nachmittags, zu einem Qualifying-Tag. Das heißt, dort waren die Qualifying-Läufe, wenn nicht sogar nur Practice-Läufe. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, es war nur der Practice-Tag für die Qualifying-Läufe am nächsten Tag. Da hat ein Ticket zum Zuschauen trotzdem noch, ich glaube, 110 oder 120 Dollar kostet für den Nachmittag. Ordentlich. Es ist, hier in Deutschland beschweren sich die Leute immer mal schnell, wenn so ein Event 10, 20, 30 Euro Eintritt kostet. Dort kostet es über 100 Dollar. Jetzt muss man auch dazu sagen, dafür kriegt man dann halt aber auch richtig was geboten. Weil ich sag euch, wenn so ein Top-Fueler da startet, man kann es gar nicht beschreiben. Es ist gar nicht unbedingt die Lautstärke, die so krass ist, sondern es ist einfach dieser Schalldruck, der so auf die Brust und so weiter geht. Also es ist wirklich so, gefühlt sieht man die Flammen, wie das Auto losfährt und das Auto ist außen Augen schon, bis der Schalldruck, Schall breitet sich ja immer langsamer als Licht aus, einen überhaupt erreicht. Also es ist schon wirklich, wenn ihr mal in Amerika seid oder wenn ihr mal die Möglichkeit habt, sowas zu sehen, in Deutschland geht das ja nur bei Nitro Olympics in Hockenheim, dann kann ich euch das auf jeden Fall nur empfehlen. Für jeden Enthusiast, der einfach dieses Verbrennungsgeräusch feiert, brutal geil. Ja, also fangen wir mal an. Top Fuel ist eigentlich die größte Klasse im Drag Racing. In Amerika läuft das ganze Drag Racing unter der NHRA, National Hot Rod Association. Die gibt es, weiß ich gar nicht, aber die gibt es bestimmt schon 50 Jahre und die veranstalten wirklich jährlich eine richtige Meisterschaft mit einem Sieger in den jeweiligen Klassen, wo auch verschiedene Cups ausgefahren werden. Jetzt die erste Sache, die zum Beispiel auch in Amerika anders ist als in Deutschland. In Amerika ist es so, dass es einen Hauptsponsor für diese Rennserie gibt und diese ganzen Veranstaltungen heißen dann quasi so, wie der Hauptsponsor ist. Da sieht man mal einfach, was für eine Kaufkraft und was für ein Geld hinter diesem Drag Race Sport in Amerika steckt gegenüber uns in Deutschland. Dementsprechend können die sich das auch erlauben, Preisgelder und so weiter. Die größte Klasse ist Top Fuel. Top Fuel wird dann quasi, also beim Top Fuel, das sind diese typischen langen Zigarren, die ihr kennt. Heckantrieb, Riesenräder hinten, kleine Räder vorne, extremer Radstand. Ich glaube über 10 Meter. Ich weiß nicht, ob ich mir irgendwo aufgeschrieben habe. Das hätte ich gar nicht mitgerechnet. Doch, 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 doch. Die Dinger sind riesig. Ich kann mal einmal kurz gucken, ob ich hier was finde. Sieht doch immer so aus wie Fahrradreifen vorne im Vergleich zu den Ja, ja, das liegt aber mehr daran, dass die hinteren so riesig. Auf jeden Fall größte Klasse Top Fuel, darunter die Klasse Funny Cars. Eigentlich identisch, das heißt
Gleiche Motor, gleiche Leistung, ein bisschen weniger, aber auch mit Kompressor, weil die Klassen unterscheiden sich darin, es gibt einmal die aufgeladene Klasse, das heißt, es ist ein Kompressor erlaubt, und es gibt quasi die Saugerklasse. So, und Top Fuel und Funny Car sind beide aufgeladen, das heißt, wir reden von einem V8 Motor mit knappen 8,2 Liter, das sind dann 500 Kubik Inch. Das ist quasi die Vorschrift, mehr dürfen die Dinger nicht haben. Und diese Motoren, jetzt haltet euch fest, gehen wirklich in Richtung 10.000 PS bei den Top-Teams. Ja. So, jetzt habe ich irgendwo was gelesen, das würde ich euch gerne vorwegnehmen. Das sind nämlich Leistungen, die kann man schon gar nicht mehr messen, sondern die Teams machen das teilweise mit Dehnungsstreifen auf Komponenten im Antriebsstrang. Das heißt, die machen irgendwo einen Streifen drauf und sehen dann daran, wie krass sich das Ganze während eines Laufs verformt haben, dass man daraus rückrechnen kann, aus Festigkeit und so weiter, wie viel Leistung das Ding haben muss. Ja, okay. Ja, wenn man drüber nachdenkt, wie willst du das messen? Ja, also, so, ne? Also in Deutschland, wenn man einen guten Prüfstand hat, kann der 2000 PS pro Rolle. Ja, wir bräuchten eine 10.000 PS pro Rolle. Ne? Das ist halt wirklich... Das ist schon wirklich, wirklich saftig. Als erstes blenden wir mal ein aus dem Jahre 1958, wie damals so ein Top-Fueler aussah. Das war wirklich noch typisch der Ritt auf der Kanonenkugel. Es war wirklich gefühlt ein Fahrradrahmen mit so einem fetten V8 mit einem Kompressor davor und der Fahrer saß hinter dem Motor. Mhm. So, jetzt ging das Ganze natürlich leistungsmäßig so schnell, dass es immer gefährlicher wurde, weil mehr Leistung, mehr Motoren gehen kaputt. Dass es irgendwann verboten wurde, in dieser Klasse hinter dem Motor zu sitzen. Und der Motor ist quasi im Top-Fuel-Segment hinter dem Fahrer gewandert. Deswegen sitzen die jetzt relativ weit vorne. Dann kommt der Motor. Macht ja auch Sinn, wenn so ein Motor mal platzt oder sowas. Definitiv. So, hier habe ich es jetzt. Top-Fuel-Klasse hat einen fest vorgeschriebenen Radstand von 7,60 Meter. Mhm. Plus Spoiler, plus Reifen und so weiter. Ja. Hingegen bei den Funny Cars. Die Funny Cars sind Autos mit einem Chassis drüber, die sehen auch aus wie ein normales Auto, kennt er bestimmt, klappt sich das ganze Chassis wie beim Modellauto immer hoch. Muss als Fahrer brutal sein, weil du weißt, dass du in diesem Auto einfach fest drin sitzt und auch nicht so schnell wieder rauskommst. Die haben zwar mit Sicherheit kleinere Klappen, wo man schnell raus kann, aber weiß nicht, wenn du in so einem Auto drin sitzt mit, ich sag jetzt mal 5000 PS und dann geht dieses Häuschen über dich rüber und dann fährst du da, muss das schon krass sein. Die haben einen Radstand von 3,17 Meter. Also weniger als die Hälfte. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, weniger als die Hälfte Radstand, wie viel krasser diese Funny Car Klasse zu fahren sein muss gegenüber der Dragstar Klasse. Ja, im Vergleich mal, was hat Limo für einen Radstand? Boah, ich würde jetzt sagen ähnlich, 2 Meter Piep, 2,60 Meter. Okay. Also einen halben Meter weniger. So, jetzt noch mal kurz ein paar Zahlen. Rekord. Wurde, glaube ich, neuer Rekord 2018 aufgestellt. Nee, jetzt kommt's. Boah, das habe ich ja gerade überlesen. Aktuell schnellste ist eine Frau. Da waren wir live vor Ort. Echt? Das war in Las Vegas, als wir da waren. So, Rennfahrerin... Ich weiß aber nicht, ob es schnellste Geschwindigkeit ist oder höchster Topspeed. Ich meine jetzt nämlich, es ist höchster Topspeed. Topspeed, ne? Rennfahrerin Brittany Force ist in 3,659 Sekunden auf 544 km. How about a 365 and look at the speed, 338 miles an hour. Das ist okay. Heftig, ne? In der Top-Fuel-Klasse. Ja. Das ist so schnell, dass, also falsch, die Autos wurden in den 2000ern dann so schnell nach und nach, dass dann irgendwann die NHRA beschlossen hat, wir verkürzen die Strecke von einer Viertelmeile auf 1000 Fuß. 1000 Fuß sind 300 Piepmeter. So, was ich halt krass finde, weil jeder dachte jetzt 544 auf 400 Meter sind schon krass, aber was sind bitte 544 km/h auf 300 Meter? Das ist halt wirklich einfach nur geisteskrank. Mehr kann ich da nicht zu sagen. Ja, ist einfach so, ne? Weißt du, man freut sich, wenn man mal auf einer halben Meile 800 Meter mal 300 km/h fährt und tut so, als wenn du jetzt der König bist, so ungefähr, ne? Ja, und die fahren dann einfach mal 544. Da sieht man einfach, was für ein krasser professioneller Sport
das in Amerika ist. Das kann man einfach nicht mehr vergleichen mit irgendeiner Sportart hier in Deutschland, weil als wir vor Ort waren, nach jedem Lauf wird das ganze Auto zerlegt. Das heißt, es gibt für jede Baugruppe gibt es einen Mechaniker. Ein Mechaniker macht nur die Zylinderköpfe. Ein Mechaniker macht nur den Kompressor oben. Ein Mechaniker macht nur die Kupplung und ein Mechaniker macht den Motor. So, das heißt, nach jedem Lauf geht alles raus, alles neu, beziehungsweise wahrscheinlich nicht neu, aber alles überholte, geprüfte Teile und weiter geht's. Jetzt wollte ich mal einmal gucken, wie schnell die Top, also die Funny Car Klasse, was die für einen Rekord haben. Die Funny Car Klasse fährt 5,3 Sekunden gegenüber 3,6 Sekunden. Es sind wirklich... Ja, das ist ja richtig langsam. Nee, es ist immer noch brutal schnell. Ja, klar. Aber es sind dann halt doch in dem Fall Weltenunterschied. Also ich würde sagen, wir fangen mal mit ein bisschen Motorentechnik an. Das Reglement begrenzt bei den Top-Fuel-Dragstern und Funny Cars die Motorengröße auf einem Hubraum von 500 Kubikzoll, was knappe 8,2 Liter sind. Die Konstruktion der Motoren basiert auf dem Chrysler Hemi-Aggregat aus den 1960ern und ist ausgesprochen einfach gehalten. So gibt es nur eine zentrale Nockenwelle, die liegt dann quasi unten in der Mitte, die über Stoßstangen je zwei Ventile pro Zylinder betätigt. Das heißt Brennraum, zwei Ventile. Bei 8,2 Liter müssen das, ja, das müssen zwei solche Ventile müssen das eigentlich sein. Weil die Verdunstungskälte des eingespritzten Kraftstoffs, da kommen wir später zu, zur Kühlung über die kurze Renndistanz ausreicht, gibt es im Motorblock und Zylinderköpfen keine Wasserkanäle, was die Steifigkeit erhöht. Das heißt, der gesamte Motor inklusive Köpfen ist einfach nur volles Alu. Kein Wasser, gar keine Kühlung und fertig. Weil einfach die Last von diesen Motoren auch nur so kurz ist und so viel Temperatur im Sprit einfach wieder rausgeht, passt. Die maximale Leistung beträgt ca. 8160 PS. Der Antrieb des Roots-Gebläse, das ist der Kompressor, benötigt, jetzt kommt's, 700 PS. So. Das heißt, nehmen wir einen aktuellen Porsche Turbo, schafft dieser Porsche Turbo es nicht, den Kompressor eines solchen Motors anzutreiben. Ist auch krass eigentlich. Ne? Das muss man sich mal überlegen. Natürlich kann man den normal drehen, da ist noch nicht diese krasse Kraft. Aber diese krasse Kraft ist, um auf die Drehzahl zu kommen, die so ein Kompressor macht. Weil jetzt kommt's, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, da war ich fassungslos. Unter Nenndrehzahl macht dieser Kompressor 900 Kubik Luft die Minute. 900 Kubik könnt ihr jetzt erstmal nichts mit anfangen. Ne? Man nehme aber eine Halle, die 300 Quadratmeter hat, 30 mal 10 Meter und die ist 3 Meter hoch. Dann habt ihr 900 Kubik. Das heißt, diese 300 Quadratmeter große Halle wird in einer Minute luftleer gesaugt. Das ist schon, da geht schon was. Kraftstoff, Kraft kommt von Kraftstoff, kennt jeder, wissen wir mittlerweile. 90% Nitromethan, 10% Methanol. Also man kann eigentlich gar nicht mehr von Methanol ausgehen, sondern es ist eigentlich wirklich nur noch pures Nitromethan, was da gefahren wird. Und jeder, der mit Nitromethan schon mal ein bisschen rumhantiert hat, ist ein fettes Achtungsschild immer drauf, weil Nitromethan ist übertrieben gesagt fast flüssiger Sprengstoff. Also das ist wirklich krass. Der Kraftstoffverbrauch beträgt unter Volllast ca. 6 Liter pro Sekunde. Okay, ja, aber die fahren dann ja Volllast, sind dann ja nur 5 genau. Sekunden. Sind nur 5 Sekunden. Aber überleg mal, 6 Liter pro Sekunde. Das ist einfach mal so ein 5 Liter Kanister mit Sprit jede Sekunde einfach in den Motor rein. Ne? In Summe gerundet ungefähr 42 Liter für einen kompletten Rennen drauf, inklusive Burnout. Also wirklich, wirklich geisteskrank. Die Motoren verbrauchen die Elektroden ihrer 2 zum Teil auch 3 Zündkerzen pro Brennraum komplett in einem Lauf, was jedoch kein Problem darstellt, weil bedingt durch die hohe Verdichtung und die enorm heißen Auslassventile spätestens nach der Hälfte des Laufes Glühzündung auftreten. Das heißt, dass sich das Gemisch infolge der Hitze an den heißen Stellen im Brennraum vor allem Auslassventile entzündet. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, das Ding hämmert los. Spätestens nach einem halben Lauf sind alle Kerzen platt, aber dadurch, dass einfach so krass viel Sprit in diesen Brennraum reingedrückt wird und die Auslassventile in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon 800 Grad haben, läuft der Motor einfach weiter. Also er wird nicht mehr geregelt, sondern er dieselt weiter vor sich hin und das Kraftstoff-Luftgemisch entzündet sich an den heißen Auslassventilen. Brutal. Wirklich einfach nur... Krass. Ein mit Vollgas startender Topfühler erzeugt einen Schalldruck von etwa 150 Dezibel. Auch okay. Das ist wirklich... So, der Kompressor drückt das Kraftstoff-Luftgemisch mit einem Überdruck von bis zu 5 Bar in die Brennräume. Das heißt, wir reden von 5 Bar Ladedruck. Das finde ich eigentlich noch
Kann man eigentlich noch mit arbeiten. Das ist eigentlich okay. Muss man aber dazu sagen, der sitzt wirklich ja direkt auf den Zylinderköpfen in dem V drin, also der drückt das wirklich raus. Was allerdings krasser ist, bei Höchstdrehzahl des Motors erzeugen die Abgase aus den offenen Abgaskrümmern bis zu 3,6 kN Anpressdruck. Das heißt, 3,6 kN umgerechnet sind 360 Kilogramm, die wirklich das ganze Auto unter Volllast nach unten drücken. So, dabei fällt mir jetzt eine Sache ein, für mich als Gewichtsexperten, was wiegt so ein Topfühler eigentlich? Wenn du schätzen müsstest, jetzt ganz grob Bauchgefühl. Keine Ahnung, aber so ein fetter V8 Motor, die Pellen, die lange Zigarre und so, ich würde schon sagen, die Dinger müssten mit diesen ganzen Komponenten so 800 Kilo wiegen. Ich hätte gesagt 540 Kilo. Das klingt wie, ich habe es gelesen. Ja, krass, ihr seid auf jeden Fall beide viel leichter als ich. Also ich hätte um eine Tonne auf jeden Fall gesagt. Ja, aber da ist ja nichts dran. Das ist ja nur ein Rahmen. Der Motor. Ja, klar, aber wenn Motor so ein Ding... Ja, klar, aber 10 Meter lang auch, muss ja auch irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hätte fast eine Tonne gesagt auf jeden Fall. Also Top Methanol Fanica, 1043 Kilo Mindestgewicht. Also ich befürchte, also ich denke mal, die werden auf jeden Fall Mindestgewicht haben. 600 Kilo? Steht hier Mindestgewicht, der Dragster beträgt für V8 Motoren 612 Kilo. Für 6 Zylinder 454 Kilo, genau. Für 4 Zylinder 386. Bin mir allerdings nicht sicher, welche Klasse und so weiter, ne? Da, wir waren gerade beim Anpressdruck der Auspuffe, deswegen stehen die auch in Fahrtrichtung nach oben, dass wirklich diese 360 Kilogramm Schalldruck, überlegt mal, wie viel Kraft man braucht, um 360 Kilo hochzuheben, die drücken das ganze Ding nochmal nach unten. Was wirklich nicht... So, hier haben wir es nämlich. Leistungsmessung. Durch den energiereichen Kraftstoff Nitromethan und den enormen Ladedruck sind die Motoren in der Lage, für die Dauer von wenigen Sekunden eine sehr hohe spezifische Leistung zu erreichen. Die Dragster des europäischen Teams leisten zwischen 6.000 und 7.000 PS. Die Maximalleistung wird auf die Griffigkeit der Strecke abgestimmt. Die stärksten Dragster stammen aus den USA, dem Ursprungsland des Drag Racing, und erreichen von mehr als 8.000 PS. Die Top-Teams bis zu 10.000 PS. Aufgrund der kurzen Betriebsdauer wird die Maximalleistung nicht auf einem Motorenprüfstand exakt ermittelt, sondern mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen im Antriebsstrang. Mit der Formel Leistung gleich Drehmoment mal Kugelwellen, Winkelgeschwindigkeit möglichst genau berechnet. Ja, klar. Kann man machen, ne? Kann man auf jeden Fall machen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch irgendwelche schlauen Sachen habe. Bestimmt. Ein krasser Fakt ist auf jeden Fall noch, unter Volllast verbraucht ein Topfuel Dragster genauso viel Kraftstoff wie ein vollbeladener 747 Jumbo Jet. Ja, klar. Effizient, ne? Ja, so, da sieht man mal einfach, wie viel Power das Ding hat. Echt krass. Was auch krass ist, warum so viel Luft und so viel Kraftstoff? Methanol verbrennt mit, der Fachbegriff ist, ich kann es noch nicht mal aussprechen, stöchiometrischen Luft-Kraftstoff-Verhältnis von 1,7 zu 1. Das heißt, Luft zu Kraftstoff 1,7 zu 1. Erinnerung, normaler Benzinkraftstoff hat 14,7 zu 1. Das heißt 14,7 Luftanteile auf einen Kraftstoffanteil. Dann habt ihr genau den perfekten Verbrennungswert von Lambda 1. 14,7, 1. Den Kraftstoff, den die Jungs hier fahren, 1,7 zu 1. Das heißt, wenn ihr extrem viel Kraftstoff habt, braucht ihr auch extrem viel Luft dazu. Und deswegen nämlich diese Turnhalle voll mit Luft. Mhm. Was auch krass ist, es geht so viel Kraftstoffgemisch in diesen Brennraum rein, dass eigentlich wir gar nicht mehr von einem Gemisch reden, sondern es eigentlich schon wirklich Wasser pur ist. Das heißt also Flüssigkeit pur. Das heißt, dieser Motor läuft eigentlich die ganze Zeit kurz vorm Explodieren und hat die ganze Zeit, ist wirklich kurz davor, einen Wasserschlag zu kriegen. So, das heißt, es ist immer so viel Flüssigkeit im Brennraum, dass Kolben hochgeht und es ist wirklich kurz davor, einfach weil es mechanisch nicht weiter komprimiert werden kann, auseinander zu fliegen, entzündet sich dann aber immer wieder. Einfach Motor. Die zwei Magnetzündanlagen liefern 44 Ampere an jede Zündkerze. Dies entspricht der Energie eines Lichtbogenschweißgerätes. Das heißt, die können theoretisch mit der Zündkerze in dem Moment schweißen. Genau. Fällt vor Erreichen der Viertelmeile eine Zündanlage aus, so sammelt sich im Motor so viel unverbrannter Kraftstoff, dass der betroffene Zylinder explodiert und der gesamte Motor in Stücke reißt. Ja. So, weil vor der Achtelmeile der Motor noch nicht heiß genug ist, dass er anfängt, dieses selbst zu verbrennen machen. So, das heißt, wenn die Zündung vor der Achtelmeile kaputt geht, kann nicht weiter gezündet werden und dann geht da so viel Wasser rein, bis es einfach nur in alle Richtungen gesprengt wird. Ne? So, jetzt habe ich noch zwei Sachen, die waren für mich wirklich am krassesten. Topfuel Dragster verdrehen torsional die Kurbelwelle während eines Laufes bis zu 20 Grad.
Das heißt, auf der Kurbelwelle ist so viel Verdrehung, weil einfach so eine Leistung dahinter steckt, dass zwischen ersten und achten Zylinder 20 Grad differenziert. Überleg mal, 20 Grad, 360 Grad, 20 Grad. Das heißt, 20 Grad ist schon so. Ja. So krass verdreht sich das Metall. Damit bei 20 Grad Verdrehung der Motor immer noch richtig geil läuft, haben die tatsächlich die Nockenwellen so geschliffen, dass bei 20 Grad Verdrehung die Nocken der einzelnen Zylinder wieder richtig stehen. Das heißt, im Leerlauf stehen die theoretisch falsch, 20 Grad versetzt. Und unter Volllast dreht sich alles so hin, dass das genau passt. Alter, wie viele Motoren müssen die gesprengt haben, dass das so funktioniert? Ne? Ja. Es ist wirklich, wirklich brutal. Ja, kann man sowas sonst grundlegend berechnen oder nur durch Versuchen und... Heutzutage wird eigentlich alles berechnet. Ja. Aber zwischen Berechnung, also zwischen Theorie und Praxis sind halt leider einfach immer Welten. Ne? Ja. So, also ich glaube nicht, dass man sowas... Man kann einfach nur hoffen, dass es funktioniert am Ende. Das ist Erfahrung. Also ich sage, willst du so ein 3-Sekunden-Auto bauen, kannst du, egal wie viel Kohle du hast, klar, mit Geld kann man alles kaufen, aber da gehört ein richtiges Team dazu, was wirklich Erfahrung hat. Weil man auch nicht so viele Möglichkeiten hat. Ne? Ist jetzt nicht so, dass du dir so ein Ding baust und mal kurz irgendwo auf dem Flugplatz eine 3 Sekunden fährst, da brauchst du dann noch die Strecke für und so weiter. Also da ist Erfahrung das A und O. Thema Getriebe fand ich auch übelst interessant. Diese Fahrzeuge haben gar kein Getriebe. Die haben wirklich nur eine einzige Übersetzung, die fahren sie dauerhaft. Die Kupplung ist eine Mehrscheiben-Fliehkraftkupplung und diese Kupplung wird auf den ersten 3 Metern, das heißt die ersten 3 Meter vom Start, ist eine richtige Wissenschaft für sich, schleift sich diese Kupplung ein. So, nach diesen 3 Metern ist das Auto 1:1 übersetzt und fährt wirklich in einem Gang bis hinten durch. Und zwar sind beim Start die Reifen, welche übrigens 45 cm breit sind, haben die Reifen einen Durchmesser von 92 cm und im Ziel haben die Reifen einen Durchmesser von 150 cm. So, das heißt, die Übersetzung des Autos verdoppelt sich. Krass. Weil der Reifen sich so weit aufbläht, was eigentlich ideal ist, weil es ist ähnlich wie eine Variomatik vom Roller. Die Übersetzung wird passend zur Geschwindigkeit immer mal länger. Und so schaffen die am Ende bei gleicher Drehzahl diese Beschleunigung. Im Ziel können die Autos übrigens ganz oft nur stoppen, indem Sprit leer ist, also die Spritzufuhr wird gekappt. Um 480 km/h nach 4 Sekunden zu erreichen, muss der Dexter durchschnittlich mit 4G beschleunigen. Am Start sind es sogar 8G. Noch nie mehr als 2G erlitten. Also wenn du ein guter Rennfahrer bist, mit Slicks hast du vielleicht auf der Rennstrecke mal auf der Bremse 1,8G oder so, ne? Mhm. Vielleicht also mal 2G. In der Formel 1 kommen die ja so an die 5G. Weil da die Aerodynamik mitspielt. Das schaffen die natürlich auch nur in diesen Aerodynamikpassagen. Ja. Aber 8G ist schon krass. In dem Moment im Ziel ziehen die ihren Bremsschirm und dann werden sie tatsächlich mit 6G abgebremst. Ja, weil von 500 runter, ne? Ja. Auch krasser Fakt hier. Dragstars beschleunigen aus dem Stand auf 450 km/h, bevor ich diesen Satz komplett gelesen habe. Ja, das heißt, in der Zeit, die ich den Satz gerade vorgelesen habe, hat so ein Dragstar schon 450 km/h erreicht, ne? Um eine Idee von der Beschleunigung zu haben, wenn du mit einer neuen Corvette mit 320 km/h daherkommst, den Start passierst und weiter Vollgas fährst und ein Dragster in dem Moment, an dem du die Startlinie mit 320 km/h passierst, startet, wird er dich noch vor der Ziellinie einholen. Ja. Auf 300 Meter und das, obwohl du mit 320 mit einer Corvette da durchfährst. Ne? Aus dem Stand einfach mal so, klar. Brutal. Der Punkt, der mich am meisten zum Nachdenken gegeben hat, damit man sieht, wie schnell das geht. Diese Motoren machen von Start bis ins Ziel gerade mal 540 Umdrehungen. Das heißt, dieser komplette Lauf ist so kurz und geht so schnell, dass der ganze Motor sich gerade mal 500 Mal gedreht hat. Mhm. So. Da hätte ich mit, ja gut, ich hätte mit viel mehr gerechnet, ja, genau. Aber dadurch, dass es ja nur so kurz ist. Es ist so kurz und der Motor geht ja auch im Ziel sofort wieder aus, ja. Dass da wirklich 500 Umdrehungen reichen, ne? So, boah, ich hätte, boah, 500 Kurbelwellenumdrehung. Das heißt, durch zwei Viertakter, das heißt, wir reden von 250
Zündvorgängen, beziehungsweise 250 Mal gehen Ventile auf und zu. Das heißt, eigentlich wird jeder Zylinder nur 250 Mal gefüllt. Das heißt wiederum, wenn nach der Hälfte schon die Zündkerzen weg sind, reichen wirklich 120, 150 Zündvorgänge, um diese komplette Elektrode einfach abzurauchen. Ne? Das heißt, da ist so eine elektrische Energie auf der Elektrode zum Zünden, dass sie sich wirklich ganz schnell runterfrisst und dann einfach weg ist. Ne? Brutal. Also das ist wirklich Materialmord pur und gehört auf jeden Fall richtig was dazu. Ja, ihr könnt euch vorstellen, was da los ist, brauche ich euch nicht zu sagen. Das war das, was für mich auch am interessantesten war, wie dieses Team zusammenarbeitet. Das heißt, in Amerika ist es so, Lauf ist vorbei. Das Auto wird ja immer von diesen typischen Golfkarts in eine Box gezogen. Und wirklich sofort jeder Mechaniker seine Aufgabe. Es wird wirklich alles zerlegt, alles neu gemacht. Es wandern neue Kolbenpleu rein, neue Lager rein. Also da wird nichts dem Zufall überlassen. Und es wird direkt alles neu gemacht. Ich werde in 6 Monaten werde ich mir nochmal durchlesen und werde genauso wieder fassungslos sein. Weil es ist einfach, man kann es sich einfach nicht vorstellen, dass es nicht einfach direkt beim Start auseinanderfällt. Dass es überhaupt funktioniert, finde ich krass. Also da muss so eine Erfahrung hinterstecken, so lange wirklich von Stück zu Stück verbessert worden sein, Schwachstellen ausgemerzt sein, dass das überhaupt funktioniert. Einen Punkt hätte ich noch vergessen. Thema Kosten. Man sagt in Amerika ungefähr eine Sekunde des Laufes kostet, wenn die Crew umsonst arbeitet und nichts kaputt geht, ungefähr $2000. Eine Sekunde? Ja. Also nur der Verschleiß am Material und so weiter. Ja. Das heißt, bei 5 Sekunden, die sie meinetwegen fahren, wird jeder Lauf am Ende so 10.000, 15.000 Dollar schon kosten. Mhm. So, das heißt, ein Wochenende fahren. Ich weiß nicht, wie oft so ein Fahrzeug pro Wochenende fährt. Ich denke mal so zwischen 4-5 Mal. Sind halt mal schnell immer 100.000 Dollar weg. So. Wenn alle umsonst arbeiten würden und. Genau. So, also das ist schon krass. Was wir auch gut beobachten konnten, ist extrem wichtig, ist, für den Sport, jetzt nochmal kurz, um auf den eigentlichen Sport zurückzukommen. Natürlich ist dort die Technik extrem wichtig, dass alles funktioniert. Noch wichtiger ist aber die Analyse und die Abstimmung des Autos. Natürlich trägt der Fahrer auch seinen Teil dazu bei, aber wir konnten extrem gut beobachten, dass nach jedem Start bzw. nach jedem Burnout laufen die Leute mit Infrarotmessgeräten rum und messen tatsächlich die Temperatur auf den Reifen, die Temperatur auf der Strecke, alle paar Meter und entscheiden so erstens, wie sie die Kupplung programmieren, damit die genau passend zugeht, dass das Auto mit maximaler Beschleunigung nach vorne geht, als auch, wo das Auto danach auf der Strecke stehen muss. Weil es ist tatsächlich so, dass sich selbst der Boden so schnell erwärmt, dass sie das Auto über den heißen Boden zurückschieben, dass die Reifen weiterhin warm bleiben. Weil die schaffen es tatsächlich während dieses Burnouts, es benutzt keiner irgendwelche Heizdecken in dem Sport, weil in diesem kurzen Burnout schaffen sie es tatsächlich, den Reifen auf 120 Grad zu hitzen. So, und jeder, der schon mal Heizdecken drauf gemacht hat, die können meistens so 100 Grad. Und wie lange das dauert? Brutal. Wirklich brutal. Ich würde sagen, in diesem Sinne, 3,6 Sekunden auf 544 km/h, was übrigens einer 0-100 in 0,8 Sekunden entspricht. Jetzt würde ich gerne mal interessehalber einmal rechnen. Gehen wir davon aus, 0-100 in 0,8 Sekunden, 50 km/h, die Hälfte sind 13,8 Meter pro Sekunde mal 0,8 Sekunden. Ja, die haben nach 11 Metern haben die schon 100 km/h. Okay. Das heißt, das Ding fährt hier los und am Ende des Raums schlägt das Ding schon mit 70 km/h an der Wand. Ja. Krass, ne? Ja. Überleg mal, die beschleunigen auf ihre eigene Fahrzeuglänge auf 100 km/h. Das kann man. Das also, ne? Und so geht das dann wirklich weiter. Und deswegen haben die nach dieser kurzen Zeit schon diese krassen Temperaturen. Ich glaube, es kommt in Videos auch einfach gar nicht rüber. Ich glaube, sowas muss man live. Ich kann jedem nur empfehlen, Nitro Olympics oder wenn ihr mal nach Amerika reist, gebt euch mal so ein Event, weil für jeden Verbrennungsmotorenliebhaber ist das einfach, ja, Endstufe. Das ist es. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ein bisschen Technik, wie gewohnt auf unserem Channel und bis zum nächsten Mal.